Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moonlighter, mittlerweile zur 15. Folge. ich habe mal mein altes Intro probiert. Ja gut, was geht ab? Achso, wir wollten den Shop öffnen, ne? Ich bin auch ein bisschen lost. In der letzten Folge haben wir den ersten richtigen Boss gelegt. Da starten wir einfach mal rein, oder? Soll ich nochmal gucken? Ich weiß, das ist das Langweiligste, hier zu schauen, was hier so abgeht. Ja, egal. Na gut. Wir versuchen hier mal ein bisschen was. Achso, wir müssen zuerst den Laden natürlich öffnen. Damit auch Kunden kommen. Sehr nice. Ich glaube, sonst haben wir eh nicht so viel. Wir haben hier eigentlich... Oh, wir haben hier voll viel Stuff. Okay, und haben eigentlich gar keinen Platz. Das geben wir weg. Holen wir uns das. Das verkaufe ich auch ungern. Gut. Na gut. Dann gucken wir mal gleich. Was geht ab? Müssen wir schon was verkaufen? Haben wir irgendwas richtig Unnötiges, was wir in die Sale-Box hauen können? Ich glaube, das war richtig unnötig, oder? For Sale? Komm. Ihr kriegt was für Sale. Nice, wird gekauft. Man muss halt auf die Gesichter achten von den Leuten. So, was geben wir hier rein? Ja, nehmen wir das Buch. Das kostet... Achso, wir wissen noch nicht, was das Buch kostet. Dann kostet das Buch erstmal 700. Und wenn wir es nicht wissen, dann erstmal ein bisschen teuer. Okay, hier passiert echt nichts. Das sich in doppelter Geschwindigkeit anzusehen, ist echt normal. Ich habe mir mein komplettes Let's Play, weil es ja schon 4 Jahre her ist, in doppelter Geschwindigkeit angesehen. Es war sehr lustig, weil ich rede auch sehr, sehr langsam. Uiuiuiui, das war nicht gut. Diese Karte war zu günstig angeboten. Ich weiß leider nicht mehr, welche Karte das natürlich ist. 800 ist auf jeden Fall zu günstig. Hä? Warte mal. Ah, okay, es gibt halt so viele. Aber da ist 800 ist zu günstig? What the fuck? Okay, dann 1000. Was können wir noch anbieten? Das hier. Das kostet auf jeden Fall... Haben wir dazu schon irgendwelche Infos? Nee. Und das ist so günstig? 400 passt. Okay, ja, ja, alles gut. Okay, wir lassen das mal. Uiuiui. Die kaufen ja alles weg. Okay. Gut. Alles wird verkauft, alles wird verkauft. Man muss auch ein bisschen aufpassen. Es gibt auch Diebe, die einem dann Sachen stehlen. Das ist natürlich ungünstig. Da muss man wirklich vorsichtig sein. So. 400 ist viel zu günstig. Gut, Tisch ist belegt. Alter, die kaufen einem ja alles weg. Wartet, wobei, ich heb das mal auf. Nicht, dass wir das brauchen noch. Ist es gut? 1620? Man muss alles rausholen, was geht. Jo, jetzt haben wir echt schon viel Geld gemacht. Ich glaube, wir können uns bald ein neues Upgrade leisten. Ich spiele auch gerade nebenbei privat. Das war schlecht. Das ist das Symbol für ultra günstig. Ich spiele gerade privat. Wie heißt es? Disney Dreamlight Valley. Und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Ich mag es total. Es wirkt zwar extrem pay to win, obwohl das in dem Spiel halt gar keinen Sinn macht. Aber... Also derweilen, finde ich, macht es noch Spaß. Ich bin ein bisschen enttäuscht, wie wenig Charaktere es gibt. Da haben wir schon wieder viel zu günstig verkauft. Uiuiuiui, das tut weh, das tut weh. Wenn wir das so sehen, ey, das gibt's doch nicht. ...445 bitte. Und ein Buch. Das haben wir noch nie verkauft. Okay, 1000.
Why not? Alter, alle kaufen alles. What the heck? Was ist denn hier los? Kriegen wir hier einen Ansturm? Bisschen teurer geht vielleicht. So. Können wir das decken? Oh Gott. So nervig. Da sind wir ganz gut mit dem Preis. So, erstmal alles verkaufen. Ich glaube, es ist eh gleich dann der Tag vorbei. Was ist denn das für ein weirder Dude? Ist das auch ein Dieb? Vielleicht sollten wir den im Auge behalten. Da ist auch schon unser Dieb. Ich habe eher an den Dude gedacht. Weird. Okay, okay. Ah, unser Büchlein. Ja, versuchen wir weiter zu verkaufen. Nice, das ist ein gutes Zeichen. Das wollen wir von den Kunden sehen. Was ist jetzt los? War schon wieder irgendwer traurig oder was ist hier los? Wir verkaufen hier einfach alles. 110, wir können ein bisschen hochgehen, vielleicht 150. Ja, schauen wir, was so abgeht. Das haben wir schon wieder zu günstig verkauft. Man kann auch immer schauen, eigentlich. Hier, LTRT. Hier sieht man auch eigentlich genau, welche Beliebtheit die Gegenstände haben. Zum Beispiel eher unbeliebt und neutral. Sehr beliebt. Niedrig, also so Sachen, die halt dann niemand haben will. Und dann hohe Sachen sollte man halt nicht in den Sale geben. Aber Sachen, die eine niedrige Beliebtheit haben, kann man natürlich in den Sale-Bereich geben. Damit man die auch langsam und sicher los wird. So, gucken wir, was haben wir hier? Haben wir schon was rausgefunden? 430. Und noch ein Buch. Da wissen wir gar nichts. Das Buch kostet einfach mal 1000. Nice. Was können wir noch anbieten? Diese Teile gehen ja auch immer weg. Wie sonst was? So. 40. Passt. Komm schon. 1000 war zu günstig. Ah, ich muss teurer denken. Ich muss einfach teurer in meinem Kopf. Es geht so nicht. Wir verkaufen alles zu günstig. Kann es ja nicht sein. So, das sind die krassen Dinger. 2000 war zu heftig. 1600. Na, Mama, 1800. Da geht schon noch was. Was geht hier? 50 vielleicht. So, wir können noch Sachen aus unserem Shop hinten holen. Wir haben ja noch. Ein bisschen was. Oh, das wollte ich natürlich nicht. So, das heben wir auch auf. Bei dem will ich auch lieber aufheben. Aber die drei Items, die wir noch besitzen. Shit. Was passiert? Hat jemand was geklaut? Ah, das ist schlecht. Hat jemand was geklaut? Kann halt schon sein, ne? So, wir bieten den Würfel an. Den hatten wir auch noch nicht so oft. 70. Und die Schwerter gehen, glaube ich, auch richtig gut. 200 ist zu viel. So. Hier wird wieder alles verkauft. Der Tag ist fast vorbei. Kommt schon, kauft noch was. Oh, das sieht gut aus. Oh nee, das Buch ist sicher wieder viel zu günstig. Ja, das war so. Ich habe es mir gerade gedacht, wo sie sich's gegönnt hat, dachte ich mir so. Schlechter Deal. Ach, scheiße. Ja, okay, bei den Büchern müssen wir in Zukunft wirklich darauf achten. Die müssen um einiges teurer werden. Machen wir halt 13. Ich weiß, ganz skurrile Preise haben wir jetzt hier. 6. Ja, weil 7 ist nicht in Ordnung. Okay. Gut, gut, gut. Wir verkaufen alles. Ah ja, ist sie noch zufrieden? Man muss halt den perfekten Preis finden. Da wird noch mehr verkauft. Jetzt ist gleich Nacht.
dann ist eh vorbei. Und wir können wieder in den Dungeon, besser gesagt in den neuen Dungeon, mal schauen. Oder was wir uns noch kaufen können. Ich meine, Ressourcen haben wir jetzt nicht mehr so viele. Das wäre ein Typ, der viel zahlt. Dem hätten wir das sogar teurer verkaufen können. Schlecht. Na gut, ich glaube, das ist alles, was wir haben. Ein Räuber. Boah, wir haben echt viel Cash gemacht. In unserer Sale-Box. Yo. Genau, was passiert hier eigentlich? Ich wollte euch die Karte schon zeigen eigentlich. Wir haben einen von fünf Dungeons. Hier geht nichts ab. Hier geht nichts ab. Hier, wir haben auf jeden Fall noch das hier. Das nehmen wir mal mit. Mal gucken, was wir damit tun. Was genau ist das? Ermächtigender Kristall. Kristall des Golemkönigs. Okay. Na gut, gucken wir mal. Was wir denn mit unserer Kohle so machen können. Er hat ja gesagt, wir sollen mal gucken, ob wir noch wen neuen hier einladen. Nee, nicht Shop. Genau, er wollte ja wen neuen. Die beiden haben wir schon. Okay. Für 5.000. Ja. Ach so. Wow, den können wir nur... Ach so. Okay, die können wir nur unter Tags anheuern. Das ist ja auch ein bisschen strange. Ach so. Dann gucken wir, ob wir noch einen Shop-Upgrade uns gönnen können. Was hätten wir hier? Mehr Trinkgeld. Mehr Leben, okay. Zusätzlicher Platz. Also Platz ist aktuell kein Problem. Ich meine, mehr Leben ist schon geil. Mehr Verkaufsplatz ist natürlich, finde ich, auch immer sehr verführerisch. 60.000, das wäre unser komplettes Geld. Da wäre ich eigentlich fast dafür. Okay. Und dafür? Ja. Okay. Na gut. Ich glaube, mehr können wir aktuell gerade nicht ausgeben. Gibt es beim Schmied irgendetwas? Ich glaube ja nicht, weil alles, was wir uns wünschen, da sind wir einfach noch nicht bereit. Ja, das Schwert mag ich einfach gar nicht. Den Stab bin ich wirklich kein Fan. Ich glaube, die Handschuhe, Bogen, das ist alles... Sind das nicht gerade Sachen, die ich feiern würde? Da will ich irgendwie nicht mein Geld verschwenden. Wir brauchen sicher noch genug Kohle. Aber ich hätte gerne die neuen Leute hier. Kann ich irgendwas noch verzaubern? Das können wir verzaubern. Nice. Ja, das gefällt mir gut. Passt perfekt. Dann noch ein paar Tränke, bitte. Jetzt müssen wir teure Tränke kaufen. Na gut. Das war's. Dann gehen wir wieder. Wie viel hat das eigentlich? Ich hätte mir merken sollen, wie viel die Person kostet. Weil... Oh ja, aber die können wir uns halt dann nicht mehr leisten. Hups. Naja, egal. Man kann nicht alles haben. Aber wir gucken mal in den Dungeon. Der alte Mann hat auch nichts zu sagen. Ab in den neuen Dungeon. Ich bin schon gespannt. Ich hoffe, ihr habt die Zeit genutzt und habt das alte Let's Play angeguckt. Wald Dungeon. Für Helden erlaubter Dungeon, nicht für Händler empfohlen. Wir sind ja eigentlich eben ein Händler und sind eigentlich ohne Lappen. Deshalb sollten wir gar nicht hier sein. Ja, 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 wir haben das schon gelesen. Es wird schön brav gespeichert. Oh, Wald Dungeon. Sehr, sehr schön. Okay, okay. Hier wird uns alles töten. Wir versuchen... Warum kriegen wir keinen Loot von den Viechern? Das macht mich ja extrem skeptisch. Kein Loot.
Okay. Au, ich sollte auf mich selber ein bisschen besser aufpassen. Eieiei, aber die Steuerung ist nicht so geil. Das ist leider urschade an dem Game. Die Steuerung ist leider ein bisschen. Au, au, au. Die Steuerung ist leider immer ein bisschen weird. Ach so, warte mal. Oh Gott. Ich habe nicht mal. Nein. Ich habe nicht meinen Heiltrank ausgerüstet. Das ist ganz, ganz schlecht. So. What the heck ist das? Lebenssaft. Aha. Kiste. Oh, wir kriegen ganz viele neue Items. Okay. Dann gehen wir einfach weiter nach links. So. Ah, da ist noch was. Was wir noch nicht eingesammelt hatten. Alles klärchen. Ich sehe nicht so gut, was hier gerade abgeht. Okay, der Loot ist am Start. Au! Okay. Wir müssen ein bisschen carefully sein. Ach, ich drücke immer die falsche Taste. Tut mir echt leid. Interesting. Was wir hier für Stuff bekommen haben. Okay. Also irgendwie die Leute sind. Ah, die Blätter können wir zerstören. Okay, und da ist Loot dahinter. Alter, das ist ja creepy. Die Augen, habt ihr die gesehen? Na moin. Okay. Die Blätter kann man zerstören. Sollten wir uns merken. Oh, Jemine, ich krieg gerade irgendwie Seitenstechen. Ich weiß nicht wieso. Irgendwie fühle ich mich nicht so Premium gerade. Nee, falsche Taste. Ich drücke nur die falsche Taste. Ich bin immer sehr vorsichtig mit den Heilsachen. Weil wir halt einfach. Was ist gerade passiert? Waldgeschichte. Was zur Hölle ist gerade passiert? Klettern? Alles klar? Oh Gott, ich war nicht bereit. Heiliger Bimbam, was? Gott, Alter, wie viel Schaden wir kriegen, ist insane. Was ist gerade passiert? Oh, ein Schnick. Okay. Ich bin so lost. Fragezeichenraum. Okay, wird doch als Fragezeichen auf der Map markiert. Interesting. Na gut, dann gehen wir weiter zum Start. Und hier hoffentlich in eine andere Richtung. So. Ich habe das Gefühl, wir brauchen ein bisschen mehr Heilung. Hier ist es nicht so ohne. Mehr Auto-Aim würde ich mir von dem Spiel schon wünschen. Weil manchmal trifft man einfach gar nichts. Okay. Wir haben so viele neue Items, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Das Spiel erinnert uns daran, dass wir zurückgehen könnten, wenn wir das wollen würden. Endlich gelber Schleim. Den brauchen wir für die besseren Heiltränke. Quite nice. Aua. Okay, hat nicht so gut funktioniert, wie ich mir gedacht habe. Gott, wo geht's nur weiter, ist die Frage, ne? Finde ich immer ein bisschen. Sorry, dass ich die ganze Zeit wirklich die falsche Taste drückt. Ich habe halt echt Angst, dass wir gleich beim Boss stehen. Das wäre halt echt. Alter! What the heck? Wir haben extrem
extrem viel Schaden gerade geschluckt. Wieso? Alter, I'm so confused. Leider, es tut mir leid, I don't know. Ja, wir sollten nach Hause gehen, sagt das Spiel. Okay, was macht unser kleiner Begleiter? Hier hoch oder drüben hoch? Ich glaube, es ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass hier der Boss ist, oder? Hier wird nicht der Boss sein. Ah ja, hier ist eine Hütte. Das heißt ein bisschen Story. Muster. Ganz richtig, diese Dungeons scheinen ihnen zu folgen. Bestimmten Mustern. Man mag denken, sie seien zufällig aufgebaut. Vielleicht sogar vollkommen chaotisch. Aber nein. Nein, ganz im Gegenteil. In ihnen stecken Logik und Wiederholung. Wie eine Art göttliche Anleitung. Eine Vorlage für jede Neuanordnung eines Dungeons. Soweit wir wissen, gibt es beispielsweise 3 Ebenen in jedem Dungeon. Aber wusstest du, dass es auf jeder Ebene eine heilende Quelle gibt und dass sie stets auf dem Weg zur nächsten Ebene erscheint? Dort platziert, um zu heilen und außerdem den Weg zu weisen. Diese Dungeons wollen regelrecht geplündert werden. Okay, wir haben ein bisschen Story bekommen. Und uns fehlt ja noch die heilende Quelle. Das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die hier chillt oder auch einfach gar nicht. Okay. Natürlich gehen wir mal nicht davon aus. So. Okay. Was macht dieser Gott, sorry, ich habe den Pilz nicht so ganz wahrgenommen, wenn ich ehrlich bin. Dürfen wir in den Schleim oder macht der Schleim Schaden? Okay, der Schleim, der giftige Schleim macht Schaden. Was habe ich erwartet? Heilende Quelle? Jupp, unwahrscheinlich. Es ist uns noch nicht gelungen, denjenigen zu fassen, der vor Jahren unsere Experimente zunichte gemacht hat. Mittlerweile verschwinden Tag für Tag gewisse Teile unserer Forschungsmaterialien. Ich glaube immer noch, dass wir ein böser Dieb sind. Aber gut, wir selber, glaube ich, sehen das halt nicht so. Oder generell halt die Menschen hier alles plündern. So. Okay. Bossfight. Na gut, gucken wir. Was wir auf die Reihe kriegen. Okay. Okay. Der war jetzt. Hat uns zwar hart Schaden gemacht. War jetzt aber nicht so krass. Nice. Ja, jetzt ist wie immer die Frage, nächste Ebene oder nicht? Das ist immer die spannendste Frage. Riskiert man alles oder nichts? Wir könnten, wie sieht unser Inventar aus? Noch gar nicht so krass voll. Natürlich ein bisschen voll, ja. Aber, wir haben schon mehrere Items, die wir brauchen für unsere Verbesserung. Wir könnten halt natürlich jetzt hier ein Portal setzen. Alles nach Hause bringen und wiederkommen. Wäre vielleicht gar nicht so dumm. Oder einfach nach Hause gehen. Finde ich immer sau schwierig. Meistens, wenn wir eine neue Tür angucken, man will immer so eine Tür noch. Aber meistens, wenn wir das machen, sterben wir instant. Au! Wer uns einfach for real noch erwischt hat. Ja, und genau das meine ich damit, dass ich dumm bin. Warum zur Hölle mache ich sowas? Oh mein Gott. Ich habe, glaube ich, gedrückt, dass wir nicht in die City wollen.
sondern es nochmal versuchen. Oh jemine. Kriegen sogar 50 extra Leben. Haben aber nur noch. In welcher Ebene sind wir denn jetzt gerade? Sehe ich das? In der ersten. Oder erste geschafft. Und ist es gleich aufgebaut? Ich habe viele Fragen. So, nice. Okay, diese Dinge sind noch irgendwie, finde ich. Wartet. Wie kommen wir überhaupt dahin? Okay. Drüber rollen hat jetzt auch nicht so Premium funktioniert. Das macht uns schon ordentlich Schaden. So, wir sollten vor allen Dingen das aus. Ach so. Ja, das kann eh hier bleiben. Weil die mit den Sternen, die brauchen wir. Hallo? So. Ist es denn jetzt der gleiche Dungeon? Ich bin so verwirrt. Und warum haben wir extra Leben bekommen eigentlich? Alter! What the heck? Ich muss immer damit leben, dass wir so langsam angreifen. Das macht mich immer ein bisschen fertig. Oh, hier ist die Quelle. Ist natürlich die Frage, ob wir gleich weitergehen und gucken. Oh Gott! Was ist denn jetzt los? Okay. Quite nice. Ja, so schnell kann es gehen. Oh, hätten wir... Kommen wir zurück? Nee, wir hätten uns eh nicht heilen können. Ist halt immer spannend, ne? Einmal wieder zurückgehen. Boah, da war so viel Gift. Ich wollte nicht mit so viel Gift kämpfen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, und ich mache natürlich zweimal den gleichen Fehler, Leute. Alles easy cheesy, bin ich doof. Na gut, wir gehen zurück in die Stadt. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Ich habe das ein bisschen unterschätzt. Wir hätten einfach gleich gehen sollen. Das war sehr, sehr dumm von mir. Tja. So schnell geht's, wenn man sich nicht ordentlich anstellt. Aber wir haben zumindest den ersten Boss gelegt. Das ist ja schon mal etwas. Was geht in der Schmiede ab? Es gibt generell neue Items. Jo. Verstehe ich. Man sieht dann immer einfach alles. Aha, interesting, interesting. Man könnte halt schon krass upgraden. Okay. Interessant, finde ich das. Nein, uns fehlen zwei so Dinger. Dann hätten wir uns ein bisschen mehr Leben gönnen können. Ah, das ist scheiße. Hä, was ist los? Nein. Was hat er noch zu sagen? Wir haben, glaube ich, alles angeguckt, oder? Haben wir nicht? So, okay. Basically alles. Was ist denn jetzt noch los? Nein. Was will er uns denn sagen? Ich bin verwirrt. Okay, es geht anscheinend nicht weg. Wir sollten halt dringend uns hier was kaufen. Ja, das verstehe ich. Was macht die Witch? Ja, hier geht eigentlich nichts ab. Mehr Tränke gibt's auch nicht. Ja, und hier brauchen wir beides. Jetzt für den neuen Trank. Der ist auch saumäßig teuer, ey. Und eigentlich können wir auch gar nichts tun, außer unsere Sachen reinschmeißen in unser Haus. Ich finde das Halloween-Film gerade richtig cool. Und uns dann gleich einer neuen Runde widmen. So. Wir haben... Warte. Ah ja, okay, so. Irgendwie weird. Also ich verstehe es nicht so ganz. So.
Haben wir hier schon irgendwelche Infos? 200 war viel zu wenig. Dann machen wir mal bitte 5 und hier machen wir gleich mal ein Taui. Nice. Und hier haben wir gar keine Infos. Also, naja, Tausender, das geht schon. Da geht schon was, Leute. Einfach alles super teuer verkaufen. Ich glaube, wir können das, kann auch weg. Das wollten wir aufheben. Und das brauchen wir halt auch. Deshalb die Items, die wir aufheben, packen wir einfach hier rein. Und das können wir auch mal verkaufen. Why not? Dann machen wir 10k, machen wir. Komm schon. Let's try. Okay, gut. Dann sind wir eh schon wieder empty. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Also bis dahin. Ciao.